Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuesten Video von Mac It Pro. Heute zeige ich euch, wie ihr für die Magic Mouse, die ihr hier auch seht, viel mehr Einstellungen machen könnt und die viel besser konfigurieren könnt. Unter anderem so, wie es bei dem Trackpad von den ganzen MacBooks ist. Im Prinzip ist die Magic Mouse nichts anderes als ein gebogenes Trackpad, wo eine Taste noch eingebaut ist und ja, im Prinzip kann es nämlich genau die gleichen Funktionen, wie es das Trackpad kann. Erstmal, die Grundeinstellungen von der Magic Mouse sind ja nicht gerade so super genial. Die sind einfach nur hier, Sekundärklick, Scrollen, Bildschirmzoom und Navigieren. Und dann hier oben diese Doppelklick, Scrollen, Zeigebewegung, Geschwindigkeit. Genau, und meiner Meinung nach sind das zu wenig Einstellungen und dafür gibt es dann auch noch ein Programm. Das findet ihr im Internet. Den Link stelle ich auch in die Beschreibung rein. Das heißt magicpress.com und hier seht ihr auch schon, wie das dann ungefähr aussieht. Und genau, da können wir einfach auf Download gehen, Latest Version, dann downloadet der das. Und man sieht auch schon, wie das Programm aussieht. Das ist ein Programm mit diesen vier Punkten, das öffnen wir einfach, öffnen drücken. Und dann verschwindet das. Zeigt hier eine Nachricht an. Hier oben wird auch was angezeigt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Als erstes hier jetzt in den Systemeinstellungen ist jetzt hier unten bei Sonstige ein neues Icon und zwar Magic Press. Da können wir jetzt drauf gehen und hier finden wir viel, viel mehr Einstellungen. Hier gibt es jetzt nicht nur für die Magic Mouse, sondern auch für das Magic Trackpad, also das externe Trackpad und das MacBook Trackpad. Viel mehr Einstellungen, die wir da vornehmen können. Diesmal wollen wir uns jetzt aber auf die Magic Mouse Einstellungen beschränken. Da fangen wir direkt mal an. Hier den ersten Punkt, den ich finde, meiner Meinung nach am besten finde, ist der One Finger Middle Axis Click. Das heißt, wir können in die Mitte drücken. Mach ich mal anmachen. Mittelklick. Und dann macht er halt, wenn ich in die Mitte drücke, den Middle Click. Ich habe den jetzt im Mittelklick so zugewiesen, dass er dann die gleiche Funktion wie F3 auslöst. Und das finde ich zum Beispiel bei, sehr sinnvoll, wenn man dann zum Beispiel bei mir alle Finger auf einmal sehen kann. Genau, jetzt können wir hier noch bei Two Finger gleich Left Click. Das wird manchmal auch bei dem Trackpad benutzt. Das sieht man, und man sieht halt hier immer an der Seite hier, wie das dann funktioniert. Drei Finger Klick, vier Finger Klick. Dann diese ganzen Tabs halt, die ihr dann auch einstellen könnt. Und dann könnt ihr halt hier immer noch einstellen, was der machen soll. Zum Beispiel Fork-Fingerklick soll das Dashboard öffnen. Machen wir einfach mal vier Finger. Und wie man sieht, wird das Dashboard geöffnet. Genau. Hier kann man jetzt noch Swipes einstellen, also die Finger bewegen. Zum Beispiel zwei Finger nach links. Das heißt, der würde dann ein Space nach links gehen. Oder Zoomen könnte man noch anmachen. Da gibt es halt ganz viele verschiedene Bewegungen. Und dann gibt es noch diese hier, die letzten. Das sind noch so Zusatzbewegungen. Wie zum Beispiel das hier, Two Finger Pinch Out. Also so ein bisschen nach außen gehen, so. Als ob man da ranzoomen könnte. Da könnte man die beiden jetzt zum Beispiel anmachen. Und dann würde hier stehen, Application Zoom In. Und bei dem anderen halt Zoom Out. Und dann könnte man Bilder zum Beispiel hier mit so ranzoomen. Genauso wie es beim Trackpad funktioniert. Ja, hier unten kann man jetzt zum Beispiel noch das Scrollen konfigurieren und weitere Plugins hinzufügen. Ja, und hier oben in der Menüleiste kann man jetzt auch nochmal, wenn man hier auf Preferences drückt, kann man auch hier in dieses Menü rein. Und ja, man kann jetzt hier Plugins hinzufügen, sind jetzt momentan keine drin. Ja, man kann Autostart zum Beispiel disablen, also sperren. Update checken und man kann den ganzen Spaß auch wieder beenden und dann geht das nicht mehr. Dann ist das Mittelklick, ist der Mittelklick aus. Genau, und dafür müsste man das jetzt wieder öffnen. Wie man hier oben sieht, wird es wieder geöffnet. Genau, das ist das Programm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt damit was anfangen. Es ist sehr nützlich auf jeden Fall, dieses Programm. Damit kann man die Magic Mouse viel besser nutzen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Video.